Nun, wo finden wir diese Zitracke? In welchem Teil des Hafens? Norden von hier. Charm en Nufarim. Das ist Seerosenbucht. Ah. Gut. Der Preistempel, die habe ich schon gesehen, keine Ahnung. Weiß ich, habe ich den Hafen gesehen, den Preistempel? Ja, doch. Den hattest du hinter dem Minarett von dem Rashtula-Tempel gesehen. Ja. Die Zitrake ist also dort, ich sag mal Richtung Norden so etwa. Ja. Du gut zugehört. Ja, vielen Dank. Ich bin ein guter Zuhörer und ein noch besserer Redner. Freunde, diese Zitrake mit Herrn Dalif ist dort in diese Richtung etwa. Müssen wir denn jetzt noch zum Prius-Tempel? Weil du hast gesagt, so gehört das. Natürlich. Aber zuerst gilt es, unsere Aufgabe zu erledigen, diesen Herrn Jalif zu finden. Aber ich dachte er in einem Hotel oder ist eine Zitrake ein Hotel? Nun, eine Zitrake, wo ihm erklärt wurde, ist ein Schiff. Es ist eine Zitrake, es ist ein 3- bis 5-Master. Sie sollte sich aus den eher kleinen Schiffen im Hafen deutlich abheben. Wenn sie hier vor Anker liegt, sollten wir sie finden. Also ein großes Schiff für Kämpfe. Gut, das würde ich dabei haben. Okay, ich suche nach einem großen Schiff für Kämpfe. Ich würde einfach mal aus dem Tempel herausschreiten und nach dem größten Schiff Ausschau halten, das ich sehe. Ja. Das ist wohl auch gar nicht so schwer. Der Hinweis war relativ gut, gerade wenn Greldig weiß, dass eine Zitrake dann ja, 3 bis 5-mastig ist. Du kannst eine erkennen, die zwischen den anderen Schiffen dort liegt. Die sieht nicht so aus, als ob man die noch benutzen könnte. Also abgewrackt, würde jetzt der Fachmann sagen. Die Leinentuche sind wohl nicht nur nach oben gezogen, sondern komplett entfernt. Und auch wohl der ein oder andere Mast fehlt. Aber das ist ein relativ großes, bauchiges Schiff. Anders bauchig als eure Kogge. Eher kastenförmig, wie so ein großer Kasten im Wasser. Also das sieht so ein bisschen so aus, wie was du gesagt hast. Aber das hat gar nicht so viele Masten, wie du gesagt hast. So richtig seetüchtig wirkt das nicht mehr. Vielleicht hat er seine Taverne dort drin eingerichtet. So richtet man doch keine Taverne ein auf einem Schiff. Wie kommt denn sowas? Also wirklich, Sitten im Süden sind wirklich verroht. Das warum? Kommt drauf an, welche Kundschaft er anziehen will. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Seemann sich darin durchaus heimisch fühlt. Nun, Tavernen gehören an Land und nicht auf ein Schiff. Ach, auf Schiffen trinken hat schon seine Vorteile, wie wir die letzten Tage herausfinden durften. Nun, wie es auch sei, wollen wir einmal sehen, ob wir diesen Herrn Jelly finden. Ja, also ich habe jetzt ja schon das Boot gefunden, jetzt muss einer von euch mit ihm reden. Habt ihr schon meinen Teil geleistet? Das kriegen wir hin. Es hieß, er hat ein Holzbein. Allzu viele Holzbeinträger sollte es selbst unter Seeleuten nicht geben. Ja, je näher ihr dem Schiff der Zitrake kommt, desto vor allem Greldig wird es feststellen. Nicht nur ist das Schiff abgewrackt, sondern sieht generell nicht gut erhalten aus. Und sollte da jemand ein Hotel oder eine Unterbringung reingebaut haben, dann wird die qualitativ wohl auch nicht so hochwertig sein. Und wenn ihr euch dann dem Schiff von der Seite nähert, wo man es dann betreten kann, könnt ihr sehen, wie dort auch Rauschmeißer stehen oder Leibwächter, ein großer, stämmiger Utulu, der dann mit seinen gewaltigen Muskeln verschränkt, sich wohl mit einem kleinen Straßenjungen unterhält und euch dann anstiert mit seinen tief liegenden Augen, vor allem dann auch Priodur mustert. Guten Preis wünsche ich euch. Guten Preis dir auch. Der Besitzer dieser Taverne, könnten wir ihn sprechen? Ihr wollt mit Ahmed sprechen? In der Tat, das wollten wir. Habt ihr Geld? Natürlich haben wir Geld. Zeig mal. Ist das wirklich notwendig, hier in dieser Gegend das Geld öffentlich zu zeigen? Keine Sorge, ich passe auf dich auf. Wir tragen Eisen, ja, da ist in Gold gekleidet, wir haben gute Waffen dabei. Meinst du, wir haben kein Geld dabei?
Na gut, dann Elkarim, geh mal aus dem Weg. Er selbst bewegt sich keinen Millimeter und wenn ihr dann so ein bisschen an ihm vorbeigehen wollt, dann streift er euch auch so ein bisschen mit seiner Schulter. Aua! Aua! Der Mann hat mich fast geschubst. Ich bin fast ins Wasser gefallen. Also Grell greift oder? Schnell nach Rogel, hält ihn auf den Steg und rempelt angemessen zurück. Ja, ein höfliches Zurückrempeln. Ja, ich halte da auch nicht gegen. Also Sitten sind das hier wirklich. Ist ja gut, dass ich Schwimmen geübt habe, sonst wäre ich ja ganz untergegangen. Also gut, dass du mich festgehalten hast, sonst wäre ich ins Wasser gefallen. Also auch schon. Seemänner sind raues Klientel, Praiador. Ja, ich fürchte auch. Nun, wollen wir mal schauen. Rogel trödelt halt nicht rum. Ja, Halder, ja. Wenn du durch die Gänge wohl suchend herumblickst, kannst du tatsächlich einen Smoothie finden. Der hat wohl eine Hakenhand und nur noch ein Auge. Bist du ja wohl der Meinung, dass er sich wohl vielleicht gekratzt hat mit dieser Hakenhand? Du siehst ja wohl auch, wie an seinem Gürtel verschiedene Aufsätze für diese Hakenhand baumeln. Trägt er wohl so irgendwie so einen großen, schweren Sack mit Kartoffeln. Stellt er dann demonstrativ vor dir ab im Gang und blickt dich dann an. Und wollt ihr? Also, wir suchen jemanden, dem gehört diesen Zedraken, Kochen, Schiff. Ihr wollt so Holzbein Ahmed? Korrekt. Ja, warum nicht? Der zweite Gang rechts. Und schiebt da mit seinem Stiefel so ein bisschen die Kartoffeln aus dem Weg und bewegt sich ein bisschen, sodass man sich wieder einmal an ihm vorbeischieben, quetschen müsste. Er rempelt zwar nicht, aber er stinkt ekelhaft. So vor allem nach Zwiebeln und Knoblauch. Ich würde mich ganz doll an die Wand drücken und sagen, oh, das sind schöne Kartoffeln. Sieht gut aus. Greldi rempelt sich auch an diesem Menschen wieder durchaus raubeinig vorbei und geht selbstsicher durch den engen Gang. Zu der gewiesenen Tür. Nun ist es notwendig, die Kartoffel hier im Gang zu schälen. Solltet ihr nicht dies in der Küche erledigen? Dann war ich gerade unterwegs. Ich hab die gerade geholt. Nun dann, sammelt eure Kartoffeln auf und geht eures Weges. Frei oder das ist nicht unser Bier. Aber gehen. Er hält dir seine Hakenhand hin, als würde er dir die Hand geben wollen. Nun, ich verzichte gerne. Ihr solltet euch etwas waschen. Das würde vielleicht den Geschmack des Essens verbessern. Du hast ja noch gar nicht probiert. Nun, ich hatte auch nicht vor, hier etwas zu verzehren, geschweige denn zu trinken, aber das sei nicht dahingestellt. Ich mache dir trotzdem Tee. Das könnt ihr gerne tun. Ja, dort lang, sagt er dir. damit kannst du dann sehen, folgst dann so Haldan Rogel, der schon abgebogen ist. Und er selber wird dann hier hinterher blicken und verschwindet selbst so ein bisschen in der Küche oder in der Kombüse. Diese abgefragten Zedrake. Ja, wenn ihr dann ankommt, seht ihr, wie in. Es ist ja so ein Lagerraum, der umfunktioniert worden ist. Es hängt zwar noch ein paar Tuche und Stoffe und man versucht da so ein bisschen auf tulamidischen Etablissement zu machen, aber das ist schon lange her. Die Zedraka heißt wie gesagt Charm en Nufarim, tulamidisch für Seerosenbucht. Das hat mit Seerosen überhaupt nichts zu tun und die Qualität ist tatsächlich genauso dürftig, wie es von außen aussieht. Der Holzbein Ahmed ist die einzige Person im Raum zu erkennen an seinem Holzbein und er selbst sitzt, wie es am Tulamiden gebührt, auf einem großen Sitzsack vor sich, ein kleiner Tisch mit einem Tee darauf. Und er breitet dann ausladend die Arme auseinander. Salam alaikum, alaikum assalam. Marhaban, Effendi, setzt euch, Kundschaft. Setzt euch. Blicke mal zweifelnd auf diesen Sitzsack, ob sich da nicht andere Sachen drin verstecken und würde mich dann, wenn er angemessen ist, mich hinsetzen.
Ja, also keine Ratte, die sich da drin befindet. Das ist so, ja, also Reis wird hier angebaut. Das wird wohl ein Reissack sein. Und wenn du dich drauf setzt, sticht da auch nichts nach dir oder so. Gut, ich vermute, wird die als sauber sein, aber nichtsdestotrotz würde ich mich trotzdem hinsetzen. Effendis, ihr wollt machen mit mir Geschäfte, ja? Wir haben ein Anliegen an euch, genau. Ihr seid nicht von hier. Das höre ich an eurer Stimme und ich kenne alle in dieser Stadt. Es sind nicht viele Menschen, aber ich kenne alle. Ihr seid gerade gekommen, ja? In der Tat. Effendis, trinken wir einen Tee. Ihr seid zu mir gekommen, ihr wollt etwas von mir. Wir müssen trinken, ja? Wir begrüßen uns. Tee. Lukan! Lukan! Lukan, bring Tee! Tee für die Gäste! Grell, dich wartet, bis der Tee serviert ist. Dann greift er in seine Jute-Tasche und holt eine große Kürbisflasche heraus und versetzt den Tee von Ronga und sich selbst mit einem gehörigen Schuss Bremerfeuer. Guter Mann. Ja, kannst dann auch sehen, wie der Holzmann Ahmed wohl auch so die ganze Zeit lächelt und nickt und also das kümmert ihn wohl auch nicht, wenn du jetzt deinen Tee selbst würzt. Er selber wird sich eine ganze Menge an Zucker in den Tee reintun, sodass er dann, 3, 4, 5, 6, nach dem 7. Löffel Zucker hört er dann auf, sich den Tee zu süßen. Und prostet euch dann zu. Schön habt ihr es hier. Es ist fast, als würden einem die Bretter auf den Kopf fallen. Also Ahmed, wir haben gehört, du sollst mit Piraten verkehren. Mit einem bestimmten sogar. El Haki war sein Name, nicht wahr? Effendis, ihr fallt gleich mit der Tür ins Haus. Wir wollen uns erst kennenlernen. Ja, wir sitzen doch hier, wir haben was zu trinken. Warum sollten wir das weiter aufschieben? Warum seid ihr zu mir gekommen? Von lang weit hergereist. Ihr seid keine Tulamiden, ja? Ihr kommt von weit her, ihr wollt mit mir reden, ihr geht nicht vorher in die Tempel, ihr achtet nicht eure Götter, ihr kommt direkt zu mir in mein Haus und fallt mit euren Dingen direkt bei mir rein, ja? Das ist unhöflich. Nun, dies war nicht ganz korrekt. Wir hatten zuerst den Effa-Tempel aufgesucht. Er ist in einem erbarmungswürdigen Zustand. Aber du bist keine Ferdi. Keine Ferdi. Das ist richtig, aber die Eile drängte. Trink deinen Tee, mein Freund. Effendi, trink deinen Tee, wir wollen uns kennenlernen. Woher kommt ihr? Aus Janka, einer wunderschönen Stadt aus dem Norden. Aranien, kennt ihr das? Ich kenne. Gut. Ja, wir sind ganz neu in der Stadt. Uns ist aufgefallen, die Stimmung ist etwas gedrückt. Boah, du hast deinen Tee getrunken. Natürlich. Ich hab dran genippt irgendwie. Alter, hast du deinen Tee getrunken? Also wenn ein Paiudo seinen Tee trinkt, dann muss ich meinen Tee auch trinken. So gehört sich das. Okay. Ihr seid der Meinung, der ist so ein schwarzer Tee? Je nachdem, wie süß er ist oder wie süß ihr ihn selbst gemischt habt, beziehungsweise wie viel Alkohol ihr euch reingetan habt, schmeckt ihr nichts außer süßen Tee. Würfel mal eine Zechenprobe. Soll ich vielleicht mal auf Gefahreninstinkt würfeln? Das kannst du gerne machen. Zechenprobe ist erschwert um 10. Für alle, oder? Für alle, die trinken. Und Ronga darf bevor er... Also Alkohol ist natürlich schon drin, aber du hast so ein bisschen... Ja, mein Gefahreninstinkt triggert. Also Greldig schafft die Probe erschwert um 10. Haldern schafft es nicht. Raiolo schafft es nicht. Natürlich nicht. Und Ronga, du, deine Lippen kräuseln sich so ein bisschen. Es ist so, als würden sich deine Lippen weg von dieser Teetasse wegziehen. Und dann sticht es so ein bisschen im Nacken. Ja, kurzes Zittern geht durch die Hand und ganz ungeschickt fällt die Tasse aus der Hand. Oh, verdammte Scheiße, aber auch. Effendi, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen Tee trinken und ihr beleidigt mich. Das kann auch mal passieren. Das war ein Unfall. Okay, nicht so schlimm, aber ich bin armer Mann. Lukan, bring neue Tee.
Brignotti, Effendi hat Tasse fallen lassen. Gar kein Problem. Ich kann mich mit diesem Scheißzeug sowieso nicht anfreunden. Ronga holt seinen Flachmann heraus und ich trinke einfach von aus dem hier. Du kannst sehen, wie der mit der Hakenhand wohl auch gerade wieder eine neue Tasse mit Tee in der Hand hält und wieder reinschaut. Stopp. Mein Freund, du redest davon, dass wir uns kennenlernen sollen. Was ist das für Gebräu? Also für dich schmeckt es nur nach Tee. Du bist ein bisschen müde, hast du das Gefühl. Also Tee sollte dich eigentlich wach machen, gerade wenn er so schön heiß durchzieht und schwarz ist. Aber er, also deine Lippen sind so ein bisschen taub, würdest du meinen. Und du bist ein bisschen... Ja, ruhiger. Greldig tritt auf Ahmed zu. Was war in diesem Tee, mein Freund? Effendi, wir wollen uns kennenlernen. Ihr kommt hierher, ihr sagt, ich habe etwas mit Piraten zu tun, das ist unhöflich. Halt mal die Fresse, sagst du noch einmal, dass wir uns kennenlernen wollen, dann wirst du mich gleich kennenlernen. Ich habe nichts mit Piraten am Hut. Ich bin guter Mann. Beantworte seine Frage, was war am Tee? Ich schaue mir mal genauer die Gesichter von Pryodur und Haldan an. Ja, Haldan ist, also Pryodur ist mit seinem Kopf auf die Brust genickt und von Haldan, der ist so ein bisschen nach hinten gefallen und da kannst du so ein lautes, warum auch immer, der Junge ist dünn, der ist richtig dünn, aber so ein richtig kehliges Schnarchen, was von Haldan kommt. Du Verdammte. Ja, wir sind zwei von denen sind im Raum. Der mit der Hakenhand und... Genau, und Ahmed. Holzbein Ahmed. Greldig legt Holzbein Ahmed die linke Hand auf die Schulter. Freund, bisher wollen wir dir nichts Böses. Aber uns etwas in den Tee zu mischen, macht mich wütend. Ich hab nichts gegen Piraten. Mit manchen kann man ganz vernünftig reden. Ich habe nichts gegen Leute, die Piraten kennen. Wir wollen einfach nur eine Information von dir haben. Und wir wollen das auf freundliche Weise erledigen. Alles andere wird unschön. Effendis, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss vorsichtig sein. Ich bin vorsichtiger Mann. Ich mache das schon seit 30 Jahren, ja? Ich mache das seit 30 Jahren und ich wurde nicht erwischt. Ich wurde nicht getötet. Deswegen wollen wir mit dir reden. Ich bin vorsichtiger Mann. Ich vertraue Fremden nicht. Ihr seid alle gleich. Du bist ein kluger Mann. Vorhin war die Situation noch dergestalt, dass sich diese Klugheit vielleicht ausgezahlt hat. Jetzt allerdings... Könntest du in Erwägung ziehen, uns etwas mehr entgegenzukommen? Schließlich hat der kleine Teetrick nicht funktioniert. Ja, er schaut so ein bisschen hilflos zu seinem Koch. Überlegt jetzt gerade, was er tut. Würfel mal eine Überredprobe einschüchtern. Und ich erleichtere sie dir um die Hälfte der Punkte von Ronga. Ich habe nur direktes Überreden, keine Spezialisierung einschüchtern. Ronga darf auch einschüchtern würfeln. Die Hälfte der Punkte bekommst du oben drauf. Das sind schon mal 10 Punkte. Du gibst einen negativen in den Pool. Sind 9, das reicht. Lukan, hol Wasser. Für unsere Freunde. Hol Wasser. Einen Scheiß tut er, als ob er den Raum verlässt. Hältst du uns für blöd oder was? Zum Aufwecken der anderen. Effendi, wir sind Freunde. Ach, sind wir das? Sagt derjenige, der uns gerade vergiftet hat. Vergiften wollte. Ronga, lass uns ein klein wenig Vertrauen investieren. Ach, Greldig. Wenn sein Geselle Unsinn treibt, würde es Ahmed sicherlich nicht gut ergehen. Ach, zumindest finden wir das heraus. Wenn du Wasser holen willst, dann komme ich mit. Ja, du kannst dich dann anschließen. Greldig bleibt mit seiner Hand an der Schulter von Ahmed zurück. Und ja, tatsächlich, Lukan Jamil Aysula
wird nach draußen gehen, nur auch diesem Rauschmeister Utulu einmal kurz zunicken, ohne was zu sagen, fischt dann mit seinem großen Eimer nach ein bisschen Wasser, zieht das wieder nach oben, also direkt aus dem Fluss bzw. Meer, dem Handelshafen, und kommt dann wieder mit dem großen Eimer voll Wasser nach drin. Ja, wenn er die Kajüte wieder betritt, warte ich noch einige Augenblicke draußen und schaue, dann gehe ich nochmal zurück und schaue, ob der Utulu noch da ist oder ob der sich jetzt in Gang gesetzt hat, nachdem er ihm zugenickt wurde. Nö, der steht weiter da und unterhält sich wohl mit diesem Straßenjungen. Ja, ich bleibe noch einige Augenblicke da, um zu schauen, ob der Straßenjunge geht, und sollte das, sollte da nichts passieren, mache ich mich danach wieder auf den Weg rein. Ja, kannst dann gerade sehen, wenn du reinkommst, wie dieser riesige Wassereimer wohl mit zu viel Belustigung über vor allem Pryodur und den Rest der dann Haldan ins Gesicht gespritzt wird, sodass Pryodur tatsächlich komplett nass ist. Bin ich wach? Du wirst wach und Haldan dann auch. Prustend, ekelhaft, salziges Wasser. Was erdreistet ihr euch, mich zu bespritzen mit Wasser? Effendi, ihr seid eingeschlafen. Wir haben euch nur geweckt. Wir wollten uns unterhalten, wie Freunde, ja? Und ihr seid eingeschlafen. Ihr habt mich beleidigt. Warum bin ich eingeschlafen? Pryodur, wir hatten ein kleines medizinisches Missverständnis bei der Verköstigung des Tees. Was soll das heißen, medizinisches Missverständnis? Die Wichser wollten uns vergiften und haben euch beide vergiftet. Das ist aber nicht nett. Nein, wir sind Freunde, ihr seid nicht nett. Ihr erdreist euch, einen Geweihten des Herrn zu vergiften? Ich bin ein vorsichtiger Mann. Ich muss aufpassen. Ich werde hier für alles getötet. Dafür werdet ihr euch verantworten. Aber nicht vor Dolguruk. Nein, vor der Kirche natürlich. Was meint ihr denn jetzt mit getötet? Dolguruk, eher böser Sultan. Das kommt aus eurem Munde. Ein Giftmörder. Er zuckt so ein bisschen lächelnd mit den Schultern. Ich habe euch nicht getötet. Ihr seid Freunde. Wir müssen lernen, uns zu vertrauen, ja? Ahmed, mein Freund. Wir können das jetzt auf zwei Weisen regeln. Entweder wir bleiben Freunde oder wir verlassen dieses Drecksschiff und erzählen überall rum, wie hilfreich du für uns warst und dass wir nie erwartet hätten, in diesem Hafen so viel Informationen von einem so hilfreichen Menschen wie dir zu erhalten. Ich sage euch doch alles, ihr müsst doch nur fragen. Ey, Halke war hier. Er war hier, er hat Pergament überbracht, ja? Ich habe es hier gelassen und dann kam sein Sohn, er hat das mitgenommen. Ich habe nichts mehr. Aber ich mache keine Geschäfte mit El-Hakir. Er war hier, kurz. Er ist bekannter Kapitän. Er hat verkauft den Paligan. Hier, ihr kennt ihn. Diesen Grand, diesen Sohn. Er hat ihn verkauft, hier in Talusa. Damals habe ich angefangen hier. Nun, dieser Sohn von diesem El-Hakir, wo finden wir den? Er ist im Loch. Ich glaube, er ist im Loch. Was heißt das Loch? Eine Taverne? Nein, Loch im Boden. Vor Sultanspalast. Eine Grube. Eingekerkert. Ach, was für eine Scheiße. Ihr solltet nicht mal fluchen. Aber kann mir jemand das jetzt mit dem Loch erklären? Loch im Boden, mit Gitter drüber. Und da warten Leute auf Hinrichtung. Eine Grube, wo man wilde Tiere einsperrt. Das ist aber nicht nett. Aber wir brauchen doch den jetzt, oder nicht? Hast du bisher schon irgendwas Nettes in dieser Stadt gehen? Ja, muss mit irgendwie mit dem unterhalten. Aber ich gehe mal davon aus, die Gruben werden bewacht. Ja, nun, wir können sicherlich nicht in ein Gefängnis einbrechen, das gehört sich nicht.
Nee, wie es sich anhört, müssen wir ihn ja auch da rausholen. Ach, mit meinem Freund. Hast du die Pergamente gelesen? Ich habe es versucht, ich kann aber nicht lesen. Ich habe gesehen, vorne drauf war ein schauriges Bild von Krakenungetüm. Ich habe gelesen, aber kein Tula Media.